Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so einen Air-Launcher bzw. Luftsofa richtig aufbauen und somit auch in kürzester Zeit mit Luft befüllen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst mal müssen wir unser Luftsofa hier aus der entsprechenden Tasche rausnehmen und dann rollen wir dieses einfach einmal komplett aus und müssen natürlich darauf achten, dass es nicht irgendwo verdreht ist. Wenn wir das haben, können wir hier vorne mal vier einzelne Stäbe erkennen und diese zwei oberen Stäbe jetzt zum Beispiel ergeben die obere Luftkammer. Dazwischen ist übrigens gar nichts und dann haben wir noch die zwei unteren Stäbe, die wohl die untere Luftkammer ergeben. Ich möchte meine obere Kammer jetzt erstmal etwas Luft hineinbekommen, weswegen ich mit der einen Hand die drei unteren Stangen zusammennehme, auf den Boden runterdrücke und mit der anderen Hand einmal die obere Stange schnell nach oben und nach unten schlage. Sobald jetzt halt etwas Luft hier drinnen ist, schnell das Ganze wieder nach unten drücken, dass es auch verschlossen wird. Dasselbe Spiel möchte ich mit der unteren Kammer auch machen, weswegen ich jetzt einmal meinen Air Launcher umdrehe. Natürlich achte ich darauf, dass hier vorne meine Kammern verschlossen bleiben und dann drücke ich einmal ebenfalls wieder die drei unteren Stangen auf den Boden runter und jetzt halt mit der oberen Stange die untere Kammer somit befüllen. Bei mir sollte das auf jeden Fall schon einmal reichen. Meine beiden Kammern sind jetzt schon grob befüllt und jetzt muss hier natürlich noch mehr Luft hineinkommen. Aus diesem Grund mal kurz eine Trockenübung, wie es funktionieren sollte. Natürlich sollst du hier vorne jetzt das Ganze nicht mehr öffnen, doch zum Zeigen mache ich es trotzdem einmal. Wir starten von der einen Seite hier, mit der linken Hand halte ich wieder meine drei unteren Stangen fest und mit der rechten hier die obere Stange, dass ich also die Kammer öffnen und auch wieder schließen kann. Jetzt ist wichtig, wir machen eine gleichmäßige Bewegung von hier drüben, das Ganze ist am Anfang noch zu und während ich mich bewege, mache ich jetzt diese Kammer hier auf, fange die ganze Luft ein, schließe die Kammer und bewege mich aber noch etwas weiter, dass die Luft hier natürlich auch nicht gleich rauskommt. Denn meistens, wenn es nicht sofort funktioniert, ist einfach der Fehler, dass man hier startet. Die Kammer ist von Anfang an schon offen, ich stoppe, mache die Kammer zu und dann bleibt hier natürlich keine Luft drinnen, da sie sofort wieder entweicht. Nach dreimaligem Ziehen ist meine obere Kammer auf jeden Fall schon fertig. Die muss auch nicht prall gefüllt sein. Und jetzt drehe ich das Ganze einmal noch um 180 Grad, dass ich jetzt auch meine untere Kammer oben habe. Und hier mache ich natürlich genau dasselbe. Ich nehme wieder meine unteren drei Stangen und fülle es einmal wieder schön auf. Sobald meine Kammern gut gefüllt sind, bei mir sollte das auf jeden Fall reichen, muss ich mal zu meiner Öffnung hier vorne hingehen, diese Stangen alle zusammennehmen und jetzt geht es darum, dass ich sie nämlich nach innen hin einrolle. Dadurch wird natürlich die Luft in meinem Air Launcher auch nochmal etwas gequetscht bzw. auch zusammengedrückt und dann wird das Ganze auch schön prall. Also bei mir sollte es jetzt auch auf jeden Fall reichen, man soll es ja nicht übertreiben und dann kann ich nämlich hier diese Stangen einmal noch leicht einrollen bzw. auch einknicken und ich muss einmal noch hier unten diese zwei Clips zusammen machen. Und wenn ich das habe, kann ich meinen Air Launcher jetzt auch schon verwenden und er ist auf jeden Fall voll genug. Wichtig ist noch zu sagen, am Anfang ist es natürlich immer recht schwer, doch wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann geht das wirklich sehr einfach. Wenn du dir jetzt übrigens auch so einen Air Launcher hier zulegen möchtest, welchen ich auf gar keinen Fall mehr zu Hause missen möchte, dann kann ich dir hier für Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität vom Markenhersteller zum relativ günstigen Preis. Und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra ein Geschäft hierfür fahren. Wenn du dir also so einen Teil hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu dem Air Launcher. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.